Hallo, heute geht's weiter mit Grundlagen der Fotografie. Und heute geht's um die Verschlusszeit. Verschlusszeit heißt einfach nur, wie lang ist der Verschluss der Kamera offen. Also wie lang kann Licht durchs Objektiv auf den Sensor, auf den Film fallen. Die Verschlusszeiten gehen von beliebig lange bis zu mehreren Stunden, wenn man möchte, bis hin zu ein 2000stel, ein 5000stel, ein 6000stel Sekunde. Die Verschlusszeit, logisch, je länger die Verschlusszeit, desto mehr Licht kommt durch, desto heller ist das Bild. Und je kürzer die Verschlusszeit, desto dunkler. Allerdings hat die Verschlusszeit, genau wie die Blende und die Brennweite, auch noch einen zweiten Effekt. Je länger die Verschlusszeit, desto weniger gut kann man eine Bewegung fotografieren. Bei statischen Objekten wie Statuen, Landschaften oder Gebäuden spielt das keine Rolle. Aber sobald Menschen oder Tiere, Fahrzeuge, sogar Wolken mit im Spiel sind, wird das wichtig. Man sagt normalerweise, normale Bewegungen von Personen, die sich normal bewegen, kann man bis zu einer Verschlusszeit von 1/80 scharf kriegen. Wenn sich die Personen schneller bewegen, sollte man dann schon ein 1/160 haben oder ein 1/250. Und je nach Geschwindigkeit kann man das erhöhen. Zum Beispiel, wenn man einen fliegenden Kolibri scharf haben will, dann braucht man Verschlusszeiten von 1 zu 5000 oder so. Dann hat man vielleicht sogar die Flügel scharf. Wichtig ist auch, ab Verschlusszeiten von kleiner als 1/30 Sekunden wird es schwierig, das Bild scharf zu behalten, wenn man die Kamera frei in der Hand hält. Denn alleine das Zittern, was die Hände normalerweise machen, oder die Bewegung, die man unwillkürlich macht, sorgen dafür, dass das Bild unscharf wird. Das heißt, bei längeren Verschlusszeiten sollte man die Kamera entweder irgendwo fest ablegen oder auf ein Stativ stellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, prima, wir machen einfach hohe Verschlusszeiten, dann können wir alles frei handfotografieren. Allerdings funktioniert das nur, wenn genug Licht da ist. Wenn ich zu wenig Licht habe und eine kurze Verschlusszeit, habe ich einfach nur ein schwarzes Bild. Wenn ich eine lange Verschlusszeit und viel Licht habe, habe ich mein komplettes Bild überbelichtet. Außerdem ist manchmal Unschärfe auch erwünscht. Wenn ich zum Beispiel einen Wasserfall oder fließendes Wasser fotografieren will, ist eine längere Verschlusszeit durchaus gewünscht, weil das dem Wasser so einen fließenden Effekt gibt. Und gerade im Uferbereich erinnert es dann gerne auch an Nebel. Da wird es ein wirklich schöner Effekt. Mit längeren Verschlusszeiten kann man zum Beispiel auch
Menschen verschwinden lassen. Wenn ich einen Platz fotografiere, wo viele Menschen unterwegs sind und ich habe eine Verschlusszeit von mehreren Minuten, dann ist alles, was sich bewegt hat, nachher mehr oder weniger weg. Man hat auf dem Foto einen leeren Platz. Das ist gerade bei Denkmälern und Sehenswürdigkeiten durchaus wünschenswert. Natürlich hat man tagsüber dafür viel zu viel Licht und nachts zu fotografieren ist nicht jedermanns Sache. Dafür gibt es dann auch Möglichkeiten. Allerdings machen wir das ein andermal durch, wenn wir über Langzeitbelichtungen reden. Bis dann. Mm-hmm.